Lol. Nice. Das neue höre ich, Neue. wenn er mit dem Blümchen hat. Okay. Kacke am Stift. Alter, wenn er mit Blümchen durchs Auto fährt, Alter. Hat Leichenschänden, hat zartes, köstliches Einhornfleisch. Angela Merkel nackt, wie Gott sie schuf, mit reichlich Käse überrieben. Ja, Unzucht mit Frucht, Schlägerei Stell dir mal vor, wie Benjamin Blümchen so eine Bande von Hauptschlampen macht. Ich du würde lass jetzt so uns ein mit paar Zucker die Leichen Arme ausgraben. züchten. Also das So, Otto, Einhornfleisch und ist jetzt mein zieh ihm die Favorit. Hose runter. Was? Aber nein, ich bin Benjamin Blümchen. Töre. Okay, jetzt muss ich die Karte ausspielen, weil die ist perfekt für Crow. Jetzt muss ich nur noch eine Zeit finden. Auschwitz. Na, ich hab eine Blank Card, das passt, ja. Nice. Aber du musst du Holocaust schreiben anstatt Auschwitz, das weißt du, ne? Der Trick ist, Wobei, wenn ja du gut, das weißt, wie passt das, auch. das Danke, Beste dass ist, du soll mich immer drauf mit gebracht hast. normalen Karten die Blank Card schlagen kann. Ich bin zuversichtlich, dass mir das gelingen wird. Aber gegen die Combo bei Crow hast du keine Chance. Pipi macht nach einem Englischen, auch aus zweiter Hand. Kommunisten, Nazis und Adolf Hipster, Adolf Hitler und Holocaust, okay. Nadine, die verrückte Katzenlady des Dritte Reich. Unangenehme Erfahrungen im Beichtstuhl, katholisch und katholisch und evangelisch, ja. Ich schwanke gerade zwischen dem Holocaust und Nadine. Ja, man muss sich doch fragen, was ist schlimmer? Nein. Also Bist du ich finde ja am voll schlimmsten fies, ey. unangenehme Erfahrung im Beichtstuhl. Also damals in Hat meiner mir der Pfarrer Jugend. aber was ganz anderes erzählt. Ja, dir, aber der Polizei nicht. Yay! Ja, was kann ich dafür, wenn du Anlauf nimmst, auf Stadtleit gehst? Quer vorlegen und mit dem Daumen reindrücken. So, wenn jetzt wieder irgendein Gilden-Insider kommt, der kriegt's. Annas Internet, sage ich nur, Annas Internet. Boah, Die hatten wir schon. ich muss mich jetzt entscheiden zwischen drei Sachen. Ich nehme die Nummer 3. Ich nehme drei, ja. Ich nehme die Okay. Nummer Okay, das LFR-Trauma ist schon mal gut. Ja. Professor Payne. Okay. Sex mit Hackfleisch. Nukular, Nichts das mit Wort heißt Nukular. Qualitätsoffensive. Okay, das LFR-Trauma gewinnt. Du weißt schon, dass das was das LFR-Trauma ist, ne? Es ist das LFR-Trauma, was Das ist ist, das? wenn du, denkst, es kann ja eigentlich gar nicht so schwer werden, die Leute sind dann so blöd, dass du nur noch mit dem Ja. Kopf. Das nächste Mal, wenn wir spielen, brauchen wir irgendwie ein Beatmungsgerät für die Leute, die hier so unter Ja? Kurzatmigkeit. Alter, ich hab die Grippe, du Wichser. Das war klar, dass ich dann hier am Schnappatmen, Verrecken bin. Also, Schnappatmen, Benny, für jemanden, der die Lucian. Grippe hat, bist du erstaunlich gut drauf. Du solltest mal Fieber messen. Wahrscheinlich hat er schon Hallus und merkt's nicht. Ja, ich existiere nicht. Nein, halt, ich existiere nicht. Also ich bin Ich nicht mal der existiere festen nicht und bilde mir Überzeugung. ein, dass ihr euch mich einbildet. Dritt ist gut. Streuen, treten, freuen. Oh Mann. Also ich bin diesmal der festen Überzeugung, dass ich gewinne. Ja, wunderbar. Magifix für überriechende Stuhlproben ist Ja, einfach der toll. Captain Bringer. Obvious hat wieder zugeschlagen. Ich hätte gerne Sex mit. Ah, Okay. schade. Das geht schnell. Vielleicht sollte ich jetzt doch mal Zwotronin googeln, vielleicht kommt es ja in Frage. Wenn ich nicht der Also bei Karzer bin, zieht die Kilian, ja, wahrscheinlich bei nicht. Kilian kommt es in Ja, Frage. bei mir würdest du mit der auf jeden Fall gewinnen. Aber Das ist echt gut. verstörend gerade. Gruselig. Vor allem, das ist in der Aufnahme, das hätte ich Ja, da nicht ist ja gehandelt. Professor Arsch. Von Amalia City. Nein, das finde ich geil. Ja, mein Schwanz. Nein, ey, der eine Ring ist in Wirklichkeit ein Penisring, Junge. Aber hallo, Cockring. Es brennt, Gollum. Nur mit unseren Ringen um unser Ding sind wir der King.
Meine Freundin war ganz begeistert, als ich ihn nach Hause brachte. Alter. Ich verwandle nämlich schon in ein Pferd. Boah, ich hab grad Bock Musik anzumachen, aber ich hab einen Spike aus. Oh Gott, da sind ein paar. Da sind ein paar, weil die echt böse sind. Meine neue Freundin. Nimm meine neue Freundin. Warum hast du nicht meine neue Freundin? Das ist ja auch gut. Also meine neue Freundin wäre echt die beste davon gewesen. Damit Red Laxo den Weg nach Fuxania City freimacht, kann man ihn jetzt mit... Nein, das ist keine von meinen Karten. Was kann man Relaxo jetzt bestechen? Mit Warum habe ich voll Bock, dass du übersterbst die Überreste wieder in der Hand? Ich habe auch lauter Karten, die ich schon hatte. Und ein paar, die irgendjemand von euch hatte. Ja, das Spiel geht ja auch schon eine ganze Zeit lang. Die ganze Zeit behalten, was ja scheiße sind irgendwie. Ich habe eines der nervigsten Instrumente in der Hand. Und es klingt wie eine scheiß Ente. Für einen Relax, so ernsthaft. Dann pennt er einfach weiter, als er geil. Also mal ganz ehrlich, die Karten aber ey, sind alle scheiße. Wenn er aufwacht, hat er keine Erkältung mehr. Ja. Womit kann man ihn denn bestechen? Meine funktioniert total sogar, umständlich. Ich meine, komm, hier, nimm mal das. Du lagst wieder nicht weg. Zur richtigen Zeit nimmt man statt dem Fahrrad einfach einen M1-Panzer und bläst den Wichser von der Brücke. Professor Eich hat gerade gemeint, dass du hier nicht benutzen kannst. Was können wir hier nicht benutzen? Okay, was kann ein ich? Riesiges Dildo-Schwert. Das ist doch bestimmt wieder diese Fahrradkarte. Nehmen wir mal Thema. Also wenn da das Fahrrad kommt, das muss gewinnen. Nein, Professor Eich, das muss Professor Eich kommen. Dass du Professor Eich hier nicht benutzen kannst. Also genau für diese Karte habe ich das Fahrrad in dem Deck drin. You don't have that card. Achso, die hab ich schon gewählt? Oder ja. Drück F5, dann siehst du das. Weil manchmal hat das Ladefehler. Oh. Oh lol, jetzt hat er mir andere Karten. Warte mal. Er müsste dir dieselben gegeben haben, nur in anderer Reihenfolge wahrscheinlich. Flücken, also mit 6 Stacks Obdachlosen einen runterholen, Verleihungsfechner Monkey Island 3, Steine Weisen. Alle scheiße. Aber hey, Monkey Island war ein geiles Spiel. Yo, Mann. Aber Spukball. Okay. Die Karte ist jetzt auch schon wieder neu. Okay. Herbert. Eindeutig Herbert. Ja, aber Leichen ausgraben und schänden. Ja, aber Herbert. Ja, aber... Moin moin, Kinder, hier ist euer Captain Jiglo. Und ich suche dringend, helft ihr mir suchen. Ich suche jemanden, der mir mal ordentlich mein Fischstäbchen paniert. Oh, das passt so genial, das muss jetzt gewinnen. Ich bin da auf jeden Fall fest von überzeugt jetzt. Ich hatte die Wahl zwischen Eichelkranzkäse und... Nein, das ist nicht so gut wie meins. Afrohuren, Schlappspanns. Helikoptermann 2, Drücker des Kreiselfickers. Also drei von uns gehen in dieselbe Richtung. Die anderen folgen in weiter Entfernung. Dankeschön. Ich wusste es doch, die Captain Iglo sucht immer Afrohuren. Das ist einfach. Der alte Seebär. In jedem Hafen eine andere. Ja? Erinnert mich an meine Reise nach Afrika. Eine gefühlvolle Interpretation von ist das Highlight auf jeder Party. Ah, das ist was Gutes.
Adolf Hitler wäre auch wieder. Das ist eine gute Karte, ich meine, wenn man die Hacki-Pilze ja. Was meinst du, was ich von Anfang an die ganze Zeit sage? Mecha Hitler ist halt nochmal besser, weil das ist Hitler in einem Mech-Suit. Ich frage mich echt, ob ich das auf YouTube stellen kann. Das kannst du auf YouTube stellen. Ja. Ja, Zyklon B, kulturelle Minderheiten, losen Kämpfe. Überraschungsarsch ficken. Das ist wenig gefühlvoll, dann ist der Sinn irgendwie nicht mehr da. Weil es vielleicht so absurd ist, macht es. Nein, das ist toll. Noch. Obdachlosenkämpfe, du weißt schon, das ist trinken und dann hauen sich mit abgebrochenen Glasflaschen um Geld. Und davon eine gefühlvolle Interpretation. Ey, kennt noch einer von euch die das alte Browser Penner Games? Ja. Das Penner Game. Grizzy, der Wahnsinn! Der Wahnsinn, ja. Der hat das doch die ganze Zeit gesuchtet. Ja, der hat die ganze Zeit Pfandflaschen gesammelt. Bei mir hat das früher auch gesuchtet, bis zum Game Das gibt's ja mittlerweile auch im Vatikan, das Penner-Game. Wir haben die. Sie haben einen neuen Gegenstand freigeschaltet: Waffe-Bierflasche. So mit Piss voll Lachen damals. Aber die stärkste Waffe war immer nur den Feuerwerkskörper. Was ich auch geil finde, du konntest ja noch so andere Attacken lernen, wie zum Beispiel den Gegner anpissen und so eine Scheiße. Diverse Guildenmitglieder leiden massiv unter. Komm, Alter, wo ist Alter? Oh, Scuddy's Gottkomplex. Scuddy's Gottkomplex ist gut, Mortal Kombat Fatality ist gut, Tourette-Syndrom ist gut und die Unterhodenkrebs ist gut. Ja, also bei Postal 2 kann man ja auch pissen. Es gibt ein Steam-Achievement, wenn man in die Luft pisst und dann sich selbst trifft. Also da mir die Insider leider nicht sagen, es tut mir leid für die Leute, die die Karten gespielt haben, muss ich leider mit Hodenkrebs in allen drei Nüssen gehen. Damit kennst du dich dann aus, ja? Ja, das hatte ich schon selber zweimal. Er ist Krankenpfleger. Er hat es zweimal und zwar gleichzeitig. Oder also, ja. Der Boss liegt nicht, wenn wir nicht sofort... Oh, machen. Fuck. Die Karte ist so böse, so ein geiler Top-Deck schon wieder. Ich hab nix. Ja, ich auch nicht wirklich. Oh, und Crow ist auch noch Card sagt, wie geil! Ja. Und wird schon spannend, ich meine, Alter ist nur 2 Punkte vom Sieg entfernt, vom Endsieg quasi. Ja, ich brauch noch 7. Ich brauch 3. Meine Blase platzt gleich. Aber ich halte durch. Aber stimmt schon, was ich gesagt habe, ne? Die Spannung steigt zum Ende, wenn man richtig trinken muss. Du denkst dir, oh, jetzt, oh, eine Karte. Das ist aber geil, wenn du dann mit 12 Leuten spielst und dann einer noch und dann ein paar noch 0 haben und musst die ganze Zeit pissen und hast 14 Punkte. Als den Punkt nicht und irgendwann haben alle 14 Punkte und du musst pissen gehen bis zum Gegner nicht mehr. Warum hat das nicht gezählt jetzt? Wenn wir du sitzt im Raum nebenan, von dem der dringend pissen muss und hört irgendwann durch die Tür noch so ein Peng. Ja. Warum hat das jetzt nicht gezählt? Warum hat die jetzt nicht ausgespielt, meine Karte? Keine Ahnung. Drück mal F5. Warte. So, nee, der hat die wo bleibt die Hydropi-Karte? So I heard you like Mudkips. Wie hat das nochmal geschrieben, Mudkips? Ich hab gehört, du magst. So I heard you like... Tentakelborn. So I heard you like Mudkips. I heard you like Kipo no Piku. Mudkips. Ich hab gehört, du magst Whiskers, du Fotze. Okay, die Mudkips-Karte liegt mehr oder weniger zweimal da, einmal in Deutsch und einmal in Englisch. Welche soll ich jetzt nehmen? Wenn die Mudkips-Karte mit Z am Ende geschrieben wäre, dann hätte sie sowieso gewonnen, aber gut. Ja, du wolltest mir ja nicht sagen, wie das geschrieben wird. Nimm die Deutsche. Nimm einmal mal eine meiner Blank-Karten. Nimm einmal eine meiner Blank-Karten. Ja, dann ist das Spiel schneller vorbei. Ist das deutsche Wort, oder? Nimm die Deutsche. Nein, deutsche Scheiße. Der Satz wunderbar, war Deutsch gewinnt, so muss das. Aber ich hab gehört, Max Whiskers, du Fotze.
Du lügst. Gott, habe ich da irgendwas, was da noch reinpasst? Ich hätte googeln sollen, anstatt zu fragen. Ich habe nicht wirklich was, was reinpasst, also spiel mal die hier. Die gewinnt sowieso fast nie. Den Analplug deiner Mutter, den will auch keine Sau haben. Rocket offenbar schon. Also meinst du den Analplug oder den Analplug? Das ist echt ein Unterschied. Wendet man mal seine Blankkarte, weißt du. Ja. Das macht mich geil, weil zu beobachten, oh Gott. Oh, Exe ist Karza. Moment. Das kriegen wir hin. Moment. Ja, oh. Kriegt schon, ich muss auch pinkeln. Wir sind so alt, wir dürften eigentlich nur bis 5 spielen. Zögert ist raus. Wo, warte, mein Fenster ist offen vielleicht? Nee, doch nicht. Ich treffe den Dunkel nicht. Alter, pissst du dir da erstmal in Düsseldorf auf die Straßen, oder was? Nein. Das letzte Mal, wo wir das gemacht haben, stand unten ein offenes Cabrio, aber das haben wir nicht gemacht. Bei wem höre ich mich da eigentlich ab und zu im Hintergrund? Ich hoffe nicht, dass ich das bin, aber ich glaube nicht. Okay, also verdammt, der Uhren. Das ist Crow. Das ist bei Exe. Ja, ich bin der Karzer, ich darf das. Fick dich. Boah, die sind aber alle nicht gut. Nee, ne? Aber das hier gefällt mir. Ich wusste es. Ich wusste, dass der zieht. Der Mann muss ja mal. Der zieht nicht nur, der brennt. Oh, dein Video auf YouTube gesehen. Jawohl. Ja, die Tutorials ziehen immer. Ja. So Leute, heute zeige ich euch, wie man Pennern den Glühwein klaut. Plötzlicher Kindstod, das Video endet überraschend und abrupt. Es war keine gute Idee, unser Geschäft direkt neben zu eröffnen. Okay. Oh, warum nicht? Die muss ich eh mal loswerden. Ach, Leute. Ihr seid alle scheiße, ihr seid alle scheiße. Wir richten uns auch nur nach dir. War keine gute Idee, unser Geschäft direkt neben Windiesels Facebook-Seite zu eröffnen. Die wollte ich eigentlich wegschmeißen, aber gut. Der holt halt jetzt echt auf. Ja. So, vielleicht nicht. Hat jetzt jemand eine Manuel Neuer Karte? Es gibt keine Manuel Neuer Karte. Aber ich glaube, ich hätte Blank- Manuel. Ah, nein, das habe ich. Oh, scheiße. Ich sollte die Blank-Karte benutzen. Nein, ich habe keine Blank-Karte benutzt. Meine Mutter genervte Version, Admira Lack, Heiner Lauterbach, Roberto Blanco. Ich schon wieder diesen Nationalsozialisten mit Roberto Blanco gehabt. Ich bin nicht deine Mutter, ich bin Manuel Neuer. Alter, ist auf das Ziel geraten. Ja. Wir müssen das verhindern. Kann meiner Was ist denn, wir müssen wissen gehen? Lass mich durch, ich bin... Verdammt, ich hätte zwei Karten, die da so gut reinpassen würden und ich bin Karza. Oder sogar drei. Scheiße, eine Pokémon-Karte auf der Hand. Professor Eich? Das ist leider kein Witz. Inferno und Yes, mysteriöser Zwillingsbruder. Nur das mysteriöse Zwillingsbruder Werner, der gewinnt einfach, komm. Aber die Karte ist falsch beschrieben, der sollte Werner heißen. Werner? Ich bin Katze, okay. Okay, probieren wir die halt nochmal. Okay. Oh Gott. Ich will immer in den Keller gehen. Ich
glaube, die Rüssel sind da. Krank geht das so scheiße. Gute Konkurrenz hier. Gute Konkurrenz, oh, gute Konkurrenz. Aber ich gewinne trotzdem. Ich hätte die Glory Holes in Kindergärten benutzen. Ja, deswegen sage ich gute Konkurrenz, weil die gewinnen normalerweise. Da steht doch ein Stuhl davor. Endlich was, wo es halbwegs sniper ist. Ich habe auch eine halbwegs gute Karte. Oh, Scheißkarten, ey. Teenager Julian mit seinem Top-Percentage-Rotata. Genau. Ähnliche Anrufbeantwortsprüche, Whoopi Goldberg. Arkham Knight könnte ich nachvollziehen. Leider. Mittlerweile geht's, aber... Oh, schwierig. Sag mal einer Stopp. Stopp. Richtig. Okay, nee, hat mich nicht weitergebracht. ja, okay. Das ist gut. Nein! Ja! Oh, und da gewinnt er. Ja, wir gehen okay, guter zweiter Platz, das lasse ich mir eingehen. Ich bin nicht geworden. Letzter. Du kannst nicht. Nein, der hatte doch Punkte. Bei mir hat er jetzt keine Punkte mehr. Ich weiß nicht, wieso er keinen mehr hatte, aber er war auf jeden Fall auf dem letzten Platz gerade. Bis gleich. Wollt ihr dann noch eine Runde machen nachher? Na klar, wir machen okay, ich mache jetzt eine Aufnahmepause kurz, weil ich gehe jetzt auch mal schnell aufs Klo. Wir sehen uns dann gleich wieder. Gut, zur nächsten Runde. Gruselig wäre es, wenn wir uns jetzt alle im selben Raum treffen würden.